Hallo, ich bin die Suse und ich bin zurück für euch mit einer neuen Runde Rückenfitness. Wir machen heute mal ein paar Übungen, vor allen Dingen für die tiefen und die ganz kleinen Muskelgruppen, um die Wirbelsäule zu stabilisieren, um euren Schultergürtel zu stabilisieren und auch eure Becken zu stabilisieren. Wir starten mal direkt. Ihr stellt euch locker hüftbreit hin. Das Gewicht ist auf den Fersen und auf den Ballen. Eure Knie sind leicht gebeugt. Ihr lasst das Becken ein bisschen nach oben kippen und zieht den Bauchnabel leicht nach innen. Okay, dann kann schon starten. Unsere Arme schwingen locker vor und zurück und ihr dreht dabei die Daumen nach innen und nach außen. Wir werden so ein bisschen heute nach dem Motto anspannen, entspannen, arbeiten 30 Sekunden locker, 30 Sekunden wird es immer etwas intensiver. Lass die Schulterblätter richtig mitgehen, zieh die nach hinten zusammen. Okay, wir halten unsere Arme jetzt neben der Hüfte und bewegen sie in ganz, ganz kleinen Hackmesserbewegungen vor und zurück. Wichtig ist nicht gleichzeitig vor und zurück, sondern gegengleich. Dabei soll vor allen Dingen der Körper ruhig bleiben. Das merkt ihr schon, umso weniger Spannung ihr habt, desto lockerer wackelt euer gesamter Körper mit. Das heißt, wenn das momentan noch der Fall ist, drückt eure Füße etwas fester in den Boden. Spannt die Bauchmuskulatur noch ein wenig an, den Bauchnabel mit der gegenüberliegenden Wirbelsäule zusammenziehen und eure Schultern, die drückt ihr nach unten. Ganz locker lassen. Okay, und wir öffnen und gehen tief. Lass die Arme diagonal auseinanderziehen. Auch hierbei dreht ihr die Daumen nach hinten und lasst eure Schultern tief. Schaut, dass ihr gerade im Bereich der Lendenwirbelsäule stabil bleibt. Das heißt, hier die aktive Bauchspannung haltet und mir nicht euren Bauch nach vorn entgegenstreckt. Das Brustbein dürft ihr gern öffnen, rausschieben. Okay, wir gehen mit beiden Armen auf Brusthöhe nach hinten und ihr stellt euch vor, ihr wolltet mit euren Daumen ein Loch in die Wand klopfen, die hinter euch ist. Dok, 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 dok. Kleine Bewegungen, auch hier schwingen. Eure Schultern bleiben tief. Versucht auch hier den Kopf in die Verlängerung des Rückens zu bekommen und ihn so wenig wie möglich mitwackeln zu lassen. Auf alle Fälle wird es uns warm dabei. Okay, letzte Runde. Die Arme gehen tief, schwingen hoch und wir bewegen unsere Beine dabei mit. Geht in eine leichte Kniebeuge. Knie sind gebeugt, das Becken geht nach hinten, der Rücken bleibt in der Länge. Die Knie bleiben hinter euren Fußspitzen und die Arme schwingen in die Verlängerung eures Oberkörpers. Noch zweimal und dann kommt schon das letzte Mal diese kleine Schwungübung. Ihr richtet euch wieder auf, baut die Grundspannung auf, versucht die Arme schön lang nach oben hinaus zu strecken und auch hier wieder eine gegengleiche kleine Hackmesserbewegung durchzuführen. Versucht im Ellbogengelenk ruhig richtig Streckung hineinzubekommen, aber eure Schultern tief zu halten. Ihr habt die 30 Sekunden gleich geschafft, zieht den Bauchnabel noch mal ein bisschen nach innen, atmet ganz gleichmäßig ein und wir lockern und lassen unsere Schultern noch einmal kreisen. So, die erste Runde habt ihr schon geschafft. Jetzt gehen wir gemeinsam nach unten zum Boden. Ihr setzt euch zu Hause auf eure Matte oder auf den Boden. Gern könnt ihr auch ein Kissen unter den Po legen oder die Matte zusammenrollen. So sitzt ihr ein bisschen erhöht und nehmt etwas Zug aus den Oberschenkelrückseiten, unteren Rücken und könnt euch so gerade hinsetzen. Die Beine sind parallel. Ihr müsst sie nicht komplett durchstrecken. Hier arbeiten wir erstmal mit statischer Haltekraft. Ihr drückt die Handflächen neben eurem Gesäß in den Boden. Als wenn ihr euch aus der Matte herausdrücken wolltet, drückt nach unten. Wichtig ist, der Nacken ist lang, die Schultern sind tief. Und ihr schiebt, wir schieben schon ganz fest, immer tiefer in den Boden reindrücken. Fast so, als wolltet ihr den Hintern aus dem Boden herausheben. Wir versuchen das wieder 30 Sekunden zu halten. Dein Nacken wird länger dabei, dein Schultergelenk entspannt sich.
Ein letztes Mal ganz locker lassen. Auch hier gehen wir jetzt, legen wir uns weit nach vorn rein. Der obere Rücken wird rund und wir öffnen, atmen ein. Wir mobilisieren genau den Bereich, den wir gerade trainiert haben, indem wir uns nach vorn einrollen und nach hinten heraus wieder in die Streckung begeben. Okay. Ein letztes Mal. Ihr haltet euren Oberkörper aufgerichtet, setzt euch auf die Sitzbeinhöcker und streckt die Arme auf Brusthöhe nach vorn hinaus. Zieh deine Schultern nach hinten unten, mach ein leichtes Doppelkinn, dein Bauchnabel geht nach innen. Aus der Hüfte heraus schiebst du jetzt den gesamten Oberkörper ein wenig nach vorn und wieder zurück über die Hüfte. Einatmen vor, ausatmen tief. Die Arme sind dabei parallel über dem Boden. Und du versuchst, die Hände parallel über die Fußspitzen zu schieben. Dabei bleibt dein Rücken lang und gerade. Kannst du dir nochmal vorstellen, einen Zollstock hinten an der Wirbelsäule zu haben, das Becken, die Brustwirbelsäule und auch der Hinterkopf bleiben an dem Zollstock. Also bleibt gerade, dadurch ist die Bewegung gar nicht ganz so groß. Und lass deine Schultern tief. Die letzten zwei. Wieder langsam lösen, locker machen, die Schultern kreisen lassen. Okay. Kurz die ganze Spannung herausnehmen, durchatmen. Ihr stellt jetzt euer rechtes Bein auf. Wir arbeiten jetzt im Bereich der Außenrotatoren am Schultergürtel statisch. Dafür ist es wichtig, erst wieder die Grundspannung aufzubauen. Ihr setzt euch gerade hin, lasst die Schultern sinken, dein Bauchnabel zieht leicht nach innen und den hältst du dort. Deinen rechten Unterarm legst du von innen an dein Bein heran und jetzt drückst du mit dem Unterarm nach außen. Aber dein Oberschenkel hat natürlich jede Menge Kraft, der hält dagegen. Und so aktivieren wir im rechten Schulterblatt unsere Muskelgruppen, die Außenrotatoren. Merken auch, es wird warm in dem Bereich. Wichtig ist, dass die Schulter unten bleibt und ihr die Tiefenspannung hier im Bauch aufrecht haltet. Für die Dehnung könnt ihr dann lockern. Ihr dreht euch zur rechten Seite. Leg den linken Arm von außen an dein rechtes Bein und schau über deine rechte Schulter. Konzentrier dich hierbei vor allem wieder auf die Atmung und auch auf die Länge in der Wirbelsäule. Okay, wir wechseln. Komm langsam zur Mitte zurück. Du winkelst dein linkes Bein an. Du winkelst den linken Arm an und legst ihn von innen an das linke Bein. Versuch, dass der linke Oberarm richtig eng am Körper dran bleibt. Richte dich erst wieder auf. Zieh deinen Bauchnabel mit der gegenüberliegenden Wirbelsäule ein wenig zusammen. Leichtes Doppelkinn. Du drückst den linken Unterarm jetzt nach außen gegen dein linkes Bein. Aber das linke Bein lässt da keine Bewegung zu, das hält dagegen. Jetzt arbeiten wir maximal statisch, das heißt, ihr müsst weiter atmen, euch auf die Länge konzentrieren und dass dein Bauch auch gegenhält, dass du aus der Wirbelsäule nicht verrutscht, sondern dort ganz stabil bleibst und im maximaler Fokus im Schultergürtel liegt. Wir halten die Spannung immer für 30 Sekunden, die sind jetzt schon vorbei. Wir drehen uns zur linken Seite auf, legen den rechten Arm von außen an das linke Bein und schauen nach hinten über die linke Schulter. Stell dir vor, deine Wirbelsäule würde aus den Schultern herauswachsen nach oben. Der Hals wird plötzlich länger, der Kopf schwebt obendrauf. Und dann lockerst du, kommst zur Mitte zurück.
Du kommst noch einmal in diesen langen Sitz. Lass die Knie ruhig leicht gebeugt. Die Beine sind hüftbreit geöffnet. Wichtig, jetzt spürst du wieder die Sitzbeinhöcker deutlich am Boden. Lass deine Schultern sinken. Zieh den Bauchnabel mit der Wirbelsäule ganz leicht zusammen. Wir öffnen die Arme bis knapp auf Schulterhöhe, lassen die Schultern sinken. In der Einatmung streckt ihr euch zur Mitte hinaus. Mit der Ausatmung drehen wir unseren Oberkörper zur Seite. Mit der Einatmung kommen wir zur Mitte zurück. Und mit der Ausatmung wechseln wir. Dabei sollen unsere Beine ganz ruhig am Boden bleiben. Achtet mal darauf, dass die Fersen sich keinen Millimeter bewegen in der Drehung, dann sitzt ihr nämlich auch richtig gut und stabil auf eurem Becken. Und wenn eure tiefe Bauch- und Rückenmuskulatur aktiv ist, durch das Zusammenziehen von Bauchnabel und Wirbelsäule, dann stoppt die Bewegung auch dort und wird nicht in das Becken und in die Beine übertragen. Mit der Ausatmung dreht ihr euch ein und mit der Einatmung kommt ihr zur Mitte zurück. Lass deine Schultern noch einmal sinken und versuch dein Brustbein noch ein Stückchen weiter zu drehen. Ein letztes Mal zu jeder Seite. Komm langsam zur Mitte zurück und lass die Schultern nach unten sinken. Rutsch nach vorne in Richtung Fersen, halt dich an deinen Unterschenkeln fest und lass den Rücken nach hinten hinausrollen. Richte dich dann wieder auf, roll dich ein und streck dich wieder nach oben hinaus. Ganz langsam kommen wir in die Seitlage. Leg dich auf eine Seite, den Kopf legst du auf dem unteren Arm ab, deine Beine winkelst du vor dir an. Die Knie sind übereinander, die Hüfte und die Schultern auch. Zieh dein Bauchnabel leicht nach innen, unter der unteren Taille ist ein bisschen Luft. Wir wollen das obere Knie wegdrehen vom unteren, die Füße bleiben aufeinander. Da das Becken stabil bleiben muss, auch hier deine tiefe Bauch- und Rückenmuskulatur die Spannung aufbaut, ist die Bewegung anfangs relativ klein. Auch ich bin da ein bisschen steif in der Hüfte. Meine Außenrotatoren sind einfach nicht stark genug. Spürt man auch da im Alltag, dass die Knie dann doch immer mal nach innen wegkippen, gerade auch bei Einbeinstandübungen, dass man doch auch Schmerzen hat im Bereich des Piriformis, Iliosakralgelenk. Das können wir stabilisieren durch diese kleine leichte Übung. Die Muschel heißt das. Einfach die Knie öffnen wie bei einer Muschel und wieder schließen lassen. Ganz wichtig, dein Bauch nicht nach vorn hinausschieben. Bisschen so an so eine Sanduhr denken. Die Taille etwas schmaler ziehen und den Bauchnabel innen halten. Noch zweimal. Die nächste Übung arbeitet an unserer Bauchmuskulatur. Ihr streckt das obere Bein in Verlängerung des Oberkörpers und den oberen Arm auch und führt einen Crunch vor dem Körper durch. Atme ein in der Streckung, ausatmen, zusammenziehen. Wichtig ist, wenn ihr euch streckt, der Bauch bleibt immer noch ein wenig fest. Bauchnabel und Wirbelsäule. Die bleiben ähnlich zusammengezogen, die kleben nicht aneinander, die zieht ihr nur ganz leicht zusammen, wie so zwei Magnete, die so ganz leichte Anziehung haben. Und das versuchen wir zu halten. Auch der Abstand unter der Taille, wenn ihr einen Spiegel zu Hause habt, könnt ihr mal kontrollieren, der bleibt immer identisch.
Wenn ihr das Bein streckt, bringt es genau in die Länge eures Oberkörpers und lasst es parallel über dem Boden stoppen. Das letzte Mal. Dann stützt ihr die obere Hand vor eurer Brust auf, streckt beide Beine aus, kleiner Blick nach unten, man sieht gerade noch die Fußspitzen und dann arbeiten wir auch hier noch einmal statisch. Ihr hebt beide Beine aus dem Boden heraus. Unter der Taille ist noch Luft, der Brustkorb liegt auf, der Kopf ist in Verlängerung eures Oberkörpers, den Bauchnabel zieht ihr leicht nach innen. Jetzt hört ihr nicht mit der Atmung auf. Versucht ganz tief in den Brustkorb zu atmen. In dem Bauchraum haben wir nicht mehr ganz so viel Platz. Da brauchen wir jetzt die Stabilität. Vor allen Dingen hier unten aus der querverlaufenden Bauchmuskulatur. Der ist fest. Dadurch arbeiten auch hier unten wieder eure Rückenstrecker. Euer Beckenboden ist aktiv und stabilisiert euer Becken. Wer eine richtig gute Spannung hat, braucht die obere Hand kaum. Ansonsten könnt ihr euch hier locker abstützen. Atmet gleichmäßig ein. Und aus. Und dann legt ihr ab. Das obere Bein vor dem unteren Bein. Lasst die Spannung los. Und lockert. Wir werden jetzt die Seite wechseln. Das heißt, ihr stützt euch von hier auf. Legt euch auf die andere Seite. Technik checkt. Legt den Kopf wieder unten ab. Die Beine werden nach vorn angewinkelt. Zieht den Rücken in Verlängerung. Lasst den Kopf nicht zu sehr abhängen. Notfalls noch ein kleines Kissen zum Unterlagern holen. Denkt hier wieder so ein bisschen an die Sanduhr. Den Bauchnabel einziehen. Das obere Knie, das dreht ihr ganz sanft auf. Ihr könnt die Bewegung gern größer machen als ich. Meine Hüfte gibt nicht mehr her. Also. Aber was ihr vermeiden solltet, dass ihr nach hinten wegkippt. Das ist nicht, sind nicht eure Außenrotatoren, da bewegt ihr euer gesamtes Becken. Stellt euch vor, ihr liegt hinten an einer Wand an und bleibt dort mit dem Becken an der Wand. Unter der Taille ist wieder ein bisschen Luft. Und ihr spürt die Bewegung hier tief im Gesäß, in eurer Hüfte. Aber es sind nur eure Muskeln, es ist nicht euer Hüftgelenk, was da schmerzt. Die letzten zwei, dann wechseln wir direkt dynamisch in den Crunch hinein. Ihr zieht den Ellbogen mit dem Knie vor dem Körper zusammen und streckt wieder. Auch hierbei wichtig, haltet das aktivierte Hohlkreuz, also man hat ja so ein ganz leichtes Hohlkreuz, das wollen wir beibehalten, auch wenn das Knie nach vorn geht. Deshalb müsst ihr euren Bauch ganz leicht anspannen, sodass das Becken ruhig bleibt und ihr die Bewegung gleichmäßig durchführt. Lass die Schulter tief. Entspann dich beim Ablegen, den Hals locker lassen. Ein letztes Mal. Dann wieder die obere Hand vor der Brust abstützen, beide Beine ausstrecken, richtig auf die Seite, richtig drehen noch einmal und die Beine anheben. Das versuchen wir wieder 30 Sekunden zu halten. Atme tief ein, aber halte die Grundspannung über deinen Bauchnabel, die Taille leichter, schmaler werden lassen. Die Schultern sind tief. Zur Entspannung legt ihr wieder ab, das obere Bein vor dem unteren Bein. Dann merkt ihr schon gleich hier, wie sich der Bereich lockert, löst. Und dann atmet ihr ganz gleichmäßig weiter. Lasst die ganze Grundspannung los. Wir haben noch eine letzte Runde vor uns, das ist dann in Rückenlage. Dort können wir gleich alle gemeinsam hingehen. Winkelt die Beine an, dreht euch auf den Rücken.
Stell die Füße hüftbreit am Boden auf. Das Becken liegt richtig gut mittig auf, eure Schulterblätter auch. Eure Unterarme winkelt ihr an. Stellt euch vor, ihr wollt euch mit den Oberarmen aus der Matte herausstemmen. Stemmt jetzt eure Oberarme so fest ihr könnt mit den Schultern in die Matte hinein. Und ihr wollt, dass der Oberkörper über der Matte schwebt. Der bleibt liegen, aber ihr drückt so fest, als könntet ihr euch aus der Matte herausheben. Achte darauf, dass du nicht ins Hohlkreuz fällst und den Bauch rausschiebst, sondern dass du die Spannung beibehältst, der Abstand des unteren Rückens zum Boden gleich bleibt. Atme ganz gleichmäßig ein und aus und wir lösen. Wir atmen ein, wir gehen nach hinten, wir atmen aus, wir gehen in Richtung Becken. Wir lösen nur im Schultergürtel. Wir aktivieren weiter unsere tiefe Bauch- und Rückenmuskulatur. Stellt euch vor, unter euren unteren Rücken, was passt da hin? Eine Tafel Schokolade, ein Beutelchen Reis, so ein Kochbeutelreis. Die flache Hand, die hat Platz unter eurer Lendenwirbelsäule. Das heißt, ihr presst eure Lendenwirbelsäule nicht in die Matte. Ihr zieht den Bauchnabel mit der gegenüberliegenden Wirbelsäule ein wenig zusammen und versucht, diese Bauchspannung zu aktivieren, auch wenn wir hier nach hinten arbeiten und wieder nach vorn kommen. Das Kinn zieht ihr leicht heran und haltet auch die Halswirbelsäule stabil. Also auch hier nochmal eine ganz leichte Bauchübung, ohne dass der Kopf in der Luft sein muss. Und trotzdem müssen unsere kleinsten Muskelgruppen arbeiten, um hier unsere natürliche Wirbelsäulenposition, die Doppel-S-Form, zu stabilisieren. Ein letztes Mal, du legst die Hände neben der Hüfte ab, es wird nochmal etwas dynamischer und du hebst ein Bein aus dem Boden und wir wechseln. Während das eine Bein sinkt, kommt das andere Bein nach oben. Gern kannst du mit deinen Händen auch mal nachspüren an der Bauchdecke, dass diese fest bleibt, flach ist, der Bauchnabel immer noch ein bisschen nach innen zieht. Auch der Abstand vom unteren Rücken zum Boden hat sich nicht verändert. Da passt die flache Hand runter, mehr aber auch nicht. Hier müsst ihr deutlich aktiver arbeiten über eure Bauchmuskulatur, um die Stabilität beibehalten zu können. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Einmal noch, dann zieht ihr beide Knie zur Brust heran und löst eure Spannung. Jetzt alles aufmachen, merken, wie der Rückenstrecker lang wird. Die Knie in Richtung Schultern ziehen. Den Brustkorb öffnen, die Schultern in die Matte sinken lassen. Stell dann einen Fuß nach dem anderen auf, streck deine Beine am Boden aus. Leg sie parallel ab, zieh die Fußspitzen zu dir heran. Schieb dein rechtes Bein, soweit du kannst, nach unten und dann wechsel. Schieb das linke Bein, soweit du kannst, nach unten hinaus. Dabei bewegt sich dein Beckenkamm auf und ab. Auf der einen Seite wird das Bein kurz, der Beckenkamm kommt hoch. Auf der anderen Seite wird das Bein lang, der Beckenkamm geht tief. Die Knie bleiben dabei gestreckt. Versuch die Bewegung so groß wie möglich zu machen. Stell dir vor, zwischen deinen Füßen sind 10 cm Unterschied. So tief kannst du hineintreten. Die Bewegung wird langsam und gleichmäßig durchgeführt. Und auch dadurch lockerst du deinen Bereich im ISG-Gelenk, sodass dein Becken sich wieder aufrichten kann in seine natürliche Position. Der Hüftbeuger wird lang gestreckt. Du kommst noch einmal zur Mitte zurück, stellst beide Beine am Boden auf, öffnest die Arme zur Seite, lässt deine Knie nach rechts kippen
Drehst den Kopf nach links. Schaust zur linken Hand und atmest ganz tief in deinen Brustkorb ein. Wenn du magst, kannst du die rechte Hand auch oben auf die Oberschenkel legen, um die Dehnung etwas zu intensivieren. Hol die Knie langsam zur Mitte zurück. Wechsel das letzte Mal die Seite. Die Knie kippen nach links. Du drehst den Kopf zur rechten Hand. Und wenn du magst, kannst du die linke Hand oben auflegen. Wenn ihr dann zur Mitte wieder zurückkommt, könnt ihr noch einen Moment so liegen bleiben, die Augen schließen, die Hände auf die Bauchdecke legen und gleichmäßig tief ein- und ausatmen. Ich verabschiede mich von euch für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich freue mich auf unser nächstes gemeinsames Training.